So soll er einmal aussehen. Der Rennwagen, den 40 Studenten der Dualen Hochschule Ravensburg bauen. Im Sommer soll der Wagen fertig sein für das erste Rennen in Silverstone. Heute werden Teile verpackt und in die USA verschickt. Denn die DHBW-Studierenden haben sich mit amerikanischen Studenten der Oregon State University zusammengetan. Ihr Auto, ein deutsch-amerikanisches Projekt. Wir wollen die Teile, die hier gefertigt wurden, in Deutschland nach Amerika liefern. Die Amerikaner drüben sind jetzt gerade dran, unser Monocoque zusammenzubauen. Und sind da in der Fertigungsphase, sprich wir sind in der Fertigungs- und, sag ich mal, Auslieferungsphase. Und das ist der Status quo, sag ich mal. Die Amerikaner verfügen über eine große Werkstatt. Die Deutschen liefern die Elektronik und die Berechnungstools. In der Praxis heißt das, gemeinsam ein Auto konstruieren, zwei Rennwagen bauen. Eins in Deutschland, eins in Oregon. Also man lernt auch nicht nur, wie gesagt, die Sprache, weil das ja auch alles auf Englisch ist. Man lernt auch sehr viele technische Dinge. Alles, was man theoretisch gelernt hat, kann man dadurch in die Praxis umsetzen. Und das bringt einen auf jeden Fall viel weiter. Unterstützung aus dem amerikanischen Team kommt von Bill Murray. Er hat schon an vielen Rennwagen mitgebaut und organisiert das Projekt an der Oregon State University. Das internationale Arbeiten ist eine besondere Herausforderung. Alle großen Unternehmen arbeiten international. Es ist gut, dass wir das so lernen können. Zwei Sprachen, zwei Zeitzonen. Das Projekt über zwei Kontinente bedeutet viel Organisation. Die Kooperation ist sehr anstrengend. Wir haben sehr frühe und sehr späte Meetings. Wir machen alles auf Englisch. Aber inzwischen ist es so, ich kann die ganzen Begriffe gar nicht mehr auf Deutsch. Ich kann das ganze Auto nur noch auf Englisch benennen und von daher macht es einfach nur noch einen Riesenspaß. Wir verstehen uns super mit den Leuten. Die meisten kennen wir schon und die anderen lernen wir dann kennen, wenn wir rüberfliegen. Wenn Sie mit dem Wagen im Sommer an den Start gehen, sind Sie das einzige multinationale Team. Well, there's definitely some cultural differences. Es gibt kulturelle Unterschiede. Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Wir nutzen das aus. Die Deutschen sind sehr gut im Organisieren. Very good organizational stuff that we are using out of the German team. Im Juli werden sie die ersten Rennen gegen Formula Racing Teams anderer Hochschulen bestreiten. Dann wird sich zeigen, ob das deutsch-amerikanische Auto ganz vorne mitfahren kann.